Hallo zusammen, weiter geht's mit Expeditions Rome und richtig Standartenträger vorweg, schick. So, gar nicht lang schnacken. In den letzten drei Folgen haben wir die Belagerung von Chalkedon abgeschlossen und den bösen König Mithridates verscheucht. Und jetzt geht's Rom, süße Heimat. Redet mit Vitus, wenn ihr bereit seid, eure Legion aufzulösen und Rom zu betreten. Bin ich nicht bereit zu. Denn, was ich mich so ein bisschen frage, aber ich glaube, das kommt gleich eh noch dran im Spiel. Wir haben ja noch lange nicht alles im Lager ausgebaut. Also ich hoffe, es gibt noch eine zweite oder eine dritte Region, in der man die Legion wieder aushebt, dass der ganze Shit von vorne losgeht und man dann auch die Schmiede bekommt. Ups, oh, Entschuldigung. Und man dann halt entsprechend seine Ausrüstung mal verbessern kann. Ich habe mir so lange gewünscht, Rom zu sehen. Jetzt bin ich fast nervös. Ist ein herrlicher Anblick. Ich bin sicher, ihr werdet die Stadt lieben. Es gibt auf der ganzen Welt nichts Vergleichbares. Ich hoffe, ihr seid nicht enttäuscht. Es ist am Ende auch nur eine Stadt. Vielen Dank und Grüße. Ja. Das sagen alle. Jetzt werde ich es selbst sehen. Ich werde euch mitteilen, wie mein Urteil ausfällt. Seid ihr froh, zu Hause zu sein? Froh, meine Familie wiederzusehen. Sie macht diese Stadt zu meinem Zuhause. Wir sind zurück im Herzen der Welt, im Zentrum des Handelns im Mittelmeerraum und in der politischen Kapitale der Republik. Kathedrale oder... Ja, ich weiß es nicht. Natürlich bin ich froh. Ehrlich gesagt finde ich es erdrückend. Ja, hier Familie und so. Ich wette, sie werden froh sein, euch zu sehen. Ich habe natürlich keinen Ort, wo ich hin kann. Ich kann vielleicht bei euch schlafen. Fürs Erste? Natürlich könnt ihr das. In der Villa meiner Familie fehlt es ohnehin an zuverlässigen Sicherheitskräften. Ihr könnt gerne so lange bei meiner Villa bleiben. Ihr könnt gerne ein paar Monate in meiner Villa leben oder länger, bis ihr etwas Eigenes gefunden habt. Besser nicht, in den letzten Jahren ist das Geld bei meiner Familie knapp. Wenn noch jemand versorgt und gefüttert werden muss, wird das zu viel für meine Nähe hier mit den Sicherheitskräften. Sicherheitskräfte? Ich war immer besser beim Machen von Ärger als beim Verhindern. Aber ich tue, was ich kann. Hey, wollt ihr denn länger in Rom bleiben? Wir werden sehen. Vielleicht hasse ich es ja auch. Dann muss ich gehen und mir einen anderen Ort suchen. Aber wenn ich eure Wache in der Villa sein soll, dann muss ich ja bleiben, oder? Ihr werdet in Rom eventuell viel Aufmerksamkeit auf euch zu. Rom liebt Gladiatoren, in der Arena könntet ihr gutes Geld verdienen. Und das ist schlecht? Vielleicht könnt ihr mir da einkaufen helfen. Ich kaufe eine schöne römische Stola und dann falle ich nicht auf, oder? Das wird vielleicht etwas mehr nötig sein. Nur wenige römische Frauen sehen so aus, als könnten sie einem wilden Bullen das Feld abziehen. Wenigstens wird mir hier niemand Anträge machen, die ich nicht will. Warum liegt Gladiatoren? Warum soll ich weiterkämpfen, wenn ich das nicht muss? Kampf ist nötig fürs Überleben. Es ist kein Sport. Ich bin nicht nach Rom gekommen, um weiterzukämpfen. Ah, ist ja gut. Hallo. Sieht etwas seltsam aus. Oh, hab Dank. Ihr wisst, was Frauen hören wollen. Ich will nicht zurückgehen. Ich weiß ja nicht mal wohin. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich wieder zu Hause bin. Ja, ihr könnt jederzeit gerne bei mir in unserer Villa wohnen, wenn ihr irgendwo unterkommen müsst. Ja, hier. Ich weiß das zu schätzen. Aber lieber nicht. Ich will von niemandem abhängig sein. Ich weiß, wie schlecht das laufen kann. Aber ich weiß das Angebot zu schätzen, wirklich. Ja, werdet ihr in Rom wieder vorgeben müssen, ein Mann zu sein? Vielleicht kann ich euch dann dabei helfen, euer eigenes Zuhause zurückzubekommen. Das bezweifle ich. Aber ich werde darüber nachdenken. Cool. Freut ihr euch nicht, dass wir zurück sind? Nicht wirklich. Ich bin lieber da draußen. Verstehe ich schon, ihr seid schüchtern. Wenn die schwitzigen Zelte, die man mit sieben anderen teilt, die improvisierten Badeanlagen, ein Loch im Boden scheißen, was sollte man daran nicht vermissen? Schon gut. Schon gut. Es ist einfach... Da drinnen muss ich jemand anderes sein. Hier draußen bin ich einfach Julius Kalidos. Ich bin gerne Julius Kalidus. Ist doch egal. Wie hat euch Asien gefallen? Gutes Wetter, gutes Essen. Was sollte einem daran nicht gefallen? Und ihr habt auch erreicht, was ihr wolltet. Ich glaube, da habt ihr recht. Ich werde mein Zuhause sicher wiederbekommen. Darauf würde ich mich nicht verlassen. Diese Vitellius-Mistkerle sind gerissen. Stellt euch auf das Unerwartete ein. Ja, tschüss. Mit denen quatschen wir auch noch. Was ist los, Legate? Ihr wirkt unzufrieden. Ja, das wirkt ihr immer. Irgendwas werdet ihr jetzt tun. Wartet ihr etwas? Was denkt ihr über den Feldzug? Erstmal das hier. Früher gab es das.
aber nicht in Rom. Ich hatte einmal eine Schwester, aber manchmal zweifle ich an meinem eigenen Verstand. Gab es sie wirklich oder habe ich nur von ihr geträumt? Aristokles lehrt uns, dass wir das niemals wirklich wissen können. Wir leben angekettet in einer Höhle und starren auf Schatten an der Wand. Niemand kann Bestia Tabat mehr anketten. Ich werde herausfinden, wo meine Schwester ist. Wie wurdet ihr voneinander getrennt? Wir wurden beide als Kinder verkauft. Sie hat einen höheren Preis erzielt als ich, weil sie in jeder Hinsicht besser war als ich. Ich weiß nicht, was aus ihr geworden ist. Dann wünsche ich dir viel Glück, mein Freund. Vielleicht können wir gemeinsam nach ihr suchen, sobald meine Arbeit im Senat erledigt. Ich werde über euer Angebot nachdenken. Sehr cool, das klingt nach... Wir werden eure Schwester finden, Bestia. Und selbst wenn nicht, werden wir ihre Existenz oder eben das Gegenteil davon beweisen. Ja, das klingt nach weiteren Quests für die Zukunft. Ihr seid ein fähiger Kommandant, aber eure Gnade ist eure Schwäche. Solange eure Feinde leben, bleiben sie eure Feinde. Manchmal ist es nötig, dass ein Feind überlebt, um den Sieg zu vervollkommnen. Ich habe sicher auch ein paar Fehler gemacht. Nächstes Mal werde ich versuchen, meine persönlichen Gefühle außen vor zu lassen. Quatsch hier. Ja. Mir fällt keine solche Situation ein. Ihr seid unzufrieden. Das Nichtstun belastet mich. Untätigkeit zersetzt den Geist eines Kriegers. Das Leben ist nicht einfach eine Kette von Schlachten. Nee, es ist eine Schachtel Pralinen. Die stillen Momente zu schätzen, es wird immer einen Krieg geben. Ihr wart früher Gladiator, nicht wahr? Vielleicht könnt ihr die Arena aufsuchen und jemanden finden, der mit euch kämpft. Das ist eine hervorragende Idee. Kein Wunder, dass man euch zum Legatus gemacht hat. Aus Sarkasmus oder bin ich da gerade sensibel? So, den haben wir auch. Willkommen zu Hause, Domine. Insgesamt ist der Feldzug gut gelaufen, würde ich sagen. Es scheint so, als hätten wir alles in der Hand, was wir gegen Vitellius Scaevola brauchen. Aber denkt daran, der Schein kann trügen. Wir können nichts mehr dagegen tun, wir werden ihn erniedrigen. Ich werde versuchen, daran zu denken. Das weiß ich. Freut euch, da zurück zu sein. Mehr als das. Es war nett, wieder in mein Heimatland zu reisen, aber es ist einfach unmöglich, Rom nicht zu vermissen. Jetzt brauche ich nur noch frische Kleider und einen Tagesausflug zur Bibliothek. Ich werde mich darum kümmern, dass ihr alles bekommt, was ihr braucht, alter Freund. Noch können wir uns nicht entspannen, wenn wir uns eher... Was da? Das weiß ich zu schätzen. Es war gut, wieder aktiver zu sein. Aber jetzt brauchen meine alten Knochen dringend eine Pause. Was ist das Erste, das ihr tun wollt? Eure Mutter besuchen. Ich bin mir sicher, dass sie nur auf die Nachricht wartet, dass wir zurück sind. Alles mit der Zeit. Es könnte sie in Gefahr bringen, wenn wir sie direkt jetzt besuchen. Eine gute Idee, aber seid diskret und lasst wissen, ob es gut geht. Ja, alles mit der Zeit. Vorsicht. Das ist eine weise Entscheidung. Ich werde versuchen, meine Sorge im Zaum zu halten. Super. Ja. So, und den letzten noch. Legate. Geht's euch gut? Es fühlt sich immer seltsam an, zurück zu sein. Als hätte ich einen Teil von mir da draußen zurückgelassen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich könnte jetzt ein warmes Bad gebrauchen. Habt ihr etwas vergessen einzupacken? Ich habe alles bei mir, was ich brauche. Aber es fühlt sich an, als hätte ich mehr erreichen können. Naja, ich schätze, der Wein wird mir den Kopf schon zurechtrücken. Wir haben uns ganz gut geschlagen da draußen im Osten, was? Hätte nicht besser laufen können. Wir haben Asia erobert. Und ihr habt alle nötigen Beweise, um den Verräter Vitellius Scaevola hinter Gitter zu schicken. Das wär's also. Was werdet ihr jetzt tun? Wisst ihr was? Ich werde ausnahmsweise mal einfach nichts tun. Rein gar nichts. Und es wird großartig werden. Ja, schön. Ich muss mal zu Hause zurückbekommen, aber vielleicht ließe ich mich euch danach beim Nichtstun, schließe ich mich beim Nichtstun an, mein Freund. Ihr habt euch etwas Ruhe redlich verdient. Ich persönlich warte nur auf die nächste Herausforderung. Ihr verdient eine Pause, mein Freund. Ich wünsche, ich könnte mir auch eine gönnen. Dann hier erstmal zu Hause und dann setzen wir uns entspannt auf die Couch. Aber seid gewarnt, Legate. Mein Nichtstun umfasst eine Menge Völlerei und Unsittlichkeit. Ich habe mir das Recht verdient, die beste Völlerei und Unsittlichkeit zu erleben, die Rom zu bieten hat. Oh ja. Wenn das so ist,
haben wir einen Pakt. Wie sagt man in Rom? Lebe mit Ceso und erlebe das Leben. Das klingt nach Und Fragen. Wer genau ist Mann? Die Leute, die das sagen. Ihr wisst schon, die Leute sagen das. Ich bin mir sicher, dass ich Leute das habe sagen hören. Da kommt der Alte und macht die Stimmung kaputt. So, weiter geht's. Wenn wir schon einmal kurz in die Fertigkeitspunkte. Ich glaube, so ziemlich jeder dürfte irgendwie... Auch nicht. Nee, nur sie. Warte, ich dachte, es sind alle irgendwie Level hoch. Ausgerüsteter Schild plus 3 auf Grundschaden. Natürlich nicht schlecht damit so ein Rambock. 1 plus 3, haltet Abstand. Immun gegen verkrüppelt, festgenommen, betäubt, umgeworfen. Alles ist so. Führerschaftsgeschichten wende ich. Minus 2, wenn eine leichte Rüstung. Ne, hier, Rambock, oder was war das? Wird niedergeschlagen auf Gegner, unfähig zu handeln, kann ich blocken, ausweichen oder parkieren oder Angriff widerstehen. Aufstehen kostet den Charakter die Hälfte seiner Bewegungspunkte. Hier, das erstmal. Wiederbeleben brauche ich, glaube ich, nicht so wirklich. Ist mal auf Gift. So, auch Hamburg. Okay, die anderen sind kein Level hoch. Ah, oh. Warte mal. 4 bis 6. 4 bis 6. Oh, guck mal, einen besseren Speer hätten wir da. Da ein Widerstand. Schade eigentlich, auch nichts. Auch nichts Besseres. Hier habe ich vergessen, dass er auch noch einen Speer hat. Den rüste ich jetzt einfach mal aus. Wollte ich eigentlich nutzen, um dieses Ranlaufen da, diesen Gelegenheitsangriff, weil der hat, glaube ich, 3 Felder Reichweite. Wäre eigentlich nicht schlecht, wenn Gegner rankommen. Bin ich auf jeden Fall immer zwischendurch gepiekst. 6 bis 9, 6 bis 10. Bis 9. Sechs, 4 bis 7. Der Stand gegen Wuchtschaden und hier nochmal extra Schaden gegen. Und nochmal zurücktauschen. Wo ist der Varro? 6. Ist auch so ein Helm. Sehr geil. Durchbohren, ja. Besseren. Auch einen besseren. Ja. Okay, dann haben wir alle. Weiter geht's. Ave Lucullus und seine siegreiche Legion. Willkommen zu Hause. Salve, Vitus. Es ist gut, nach Hause zu kommen. Ich freue mich schon auf ein schönes Bad und eine Flasche guten karthagischen Wein. Oder vielleicht 2. Dürfte ich untertänigst Vipsanius Marcellus neuen Jahrgang vorschlagen? Es heißt, er sei himmlisch gut. Ach, eure Empfehlungen sind immer hervorragend. Aber wendet euch bitte an den Legatus. Der Sieg war mehr sein Verdienst als meiner. Entschuldigung, Legate. Weder kenne ich euch, noch habe ich euch erkannt. Es ist besser das letzte Mal, dass ihr euch nicht korrekt an den siegreichen Kommandanten des Asia-Feldzugs wendet, Quest. Der Konsul übertreibt, was mein Beitrag angeht. Was ich getan habe, habe ich für Ruhm getan, nicht zu meinen eigenen. Ja, das mache ich. Vergesst nicht eure Manieren, junger Legate. Vielleicht verwechselt ihr mich mit einem eurer Legionari. Aber bringen wir die Angelegenheit doch zu ihrem Abschluss. Der Konsul scheint euch den Erfolg dieses Feldzugs zuzuschreiben, Legate. Daher ist es eure Pflicht, die Legion formell aufzulösen und eure Waffen abzugeben. Jenseits dieses Flusses liegt das Pomerium und nicht einmal ein siegreicher Imperator darf ihn bewaffnet überqueren.
Was meint ihr mit auflösen? Das ist unsere Armee. Wenn wir die Legion auflösen, werden uns unsere Feinde angreifen können. Ich verstehe. Wir werden uns natürlich an die Regeln halten. Ich werde nichts dergleichen tun. Ich habe mir also recht verdient, diese Waffen zu tragen. Ja. Uns angreifen? Wer wäre so dumm, Rom anzugreifen? Rom ist gut geschützt, Legate. Davon abgesehen sind unsere Männer erschöpft. Sie wollen nach Hause. Domine, wenn ihr euch weigert, wird eure Legion hingerichtet werden. Was? Das ist die Strafe für eine solche Zuwiderhandlung. Sehr gut. Tut mir was verlangt wird. Ich verstehe, aber ich werde nicht meine Waffen abnehmen lassen. Ich habe mir das Recht... Ja, okay. Ihr habt euren Posten abgegeben, aber eure Tugend behalten. Ihr könnt jederzeit erneut das Kommando übernehmen, wenn Rom euch wieder braucht. Sehr geil. Ich fühle mich etwas nackt. Ich habe viel gelehrt, Patron. Ich fühle mich etwas nackt. Das gehört zum Leben eines Kommandanten dazu. Ihr seid dort draußen ein Soldat, aber hier drinnen ein Bürger. Der Fluss Rubikon ist die heilige Grenze, ab der ihr nicht länger ein Krieger seid. Ihr werdet nun lernen müssen, ein weit zivilisierteres Schlachtfeld zu beherrschen. Wir werden uns in 2 Nächten in meiner Villa treffen. Es gibt einige Leute, die ihr vor der Anhörung im Senat treffen müsst. Wir müssen eure Villa irgendwie zurückbekommen. Macht euch keine Sorgen um euren liebsten Gladius. Eure Kriegswaffen werden sicher in meiner Sommervilla außerhalb der Stadt aufbewahrt werden. Ja, toll, ne? Und dann soll ich die Villa im Faustkampf zurückerobern, oder was? Mann, das eine Mädel kann gut kopflos. Ich hoffe, ihr seid hungrig, Domine. Lucullus ist für ausufernde Feiern bekannt. Esst nichts, bevor ich es nicht probiert habe. Ich würde es nicht für unmöglich halten, dass die Vitellius-Brüder die ganze Gesellschaft vergiften, nur um euch und Lucullus zu erledigen. Das ist aber mutig, ne? Na, ich wünschte, ich hätte irgendeine Waffe bei mir. Wofür? Eine Klinge hilft nicht gegen Gift. Was machen wir? Sollten wir uns nicht auf die Anhörung im Senat vorbereiten? Ich bin mir sicher, dass Dominus Lucullus einen guten Grund und einen Plan hat. Ich würde mitspielen. Meine persönliche Mission heute Abend ist es, von jedem einzelnen Gericht zu probieren. Am Ende werdet ihr mich nach Hause rollen müssen. Wer wird heute Abend da sein? Ich sehe, dass sowohl Tullius Cicero als auch Portius Cato heute hier sind. Sie sind hoch angesehene Senatoren der Optimates-Fraktion. Der berühmte Advokat Cicero? Eben der. Er ist ein unübertroffener Redner. Er wurde in Griechenland ausgebildet. Wisst ihr? Na gut, es geht los. Wünsch mir Glück. Möge Fortuna euch ein Lächeln schenken, Domine. Ich bin hier, falls ihr mich braucht. Genau zur rechten Zeit. Wie ein echter Legatus. Willkommen, mein Sohn. Nach diesem langen und anstrengenden Feldzug ist ein Fest genau das, was ihr braucht. Boah, also den Charakter hier und das Bildchen dazu, das passt mal so gar nicht. Ich finde, da hätte man sich ein bisschen mehr Mühe geben können mit dem Gesicht. Da sieht er ja mindestens 15 Jahre älter aus. Ja, nach diesem langen und anstrengenden, okay, ich würde lieber meine Villa wieder haben und dort ein Fest feiern. Sollte man sich im Senat vorbereiten? Wer sind diese Leute? Nun, ihr kennt Marcus Minucius Thermus. Er ist immer noch dankbar für euer rasches Eingreifen und die Rettung seines Lebens. Ihr erinnert euch wahrscheinlich auch noch an Marcus Aurelius Cotta. Er scheint seine Geschwister mitgebracht zu haben. Lucius und Aurelia Cotta. Der Mann dort in der Ecke ist Marcus Tullius Cicero. Sich mit ihm bekannt zu machen, sollte sich für euch als nützlich erweisen. Ich habe vor, ihn morgen als euren Advokaten zu bestimmen. Und zu guter Letzt habe ich auch Marcus Portius Cato eingeladen, der euch vielleicht ebenfalls vertreten wird. Ihr versteht also, warum es wichtig war, dass ihr hier seid. Okay. Etwas Bestimmtes, das ich tun sollte. Ich denke, nein. Ihr seid einfach charmant wie immer und versucht, sie für euch zu gewinnen. Und entspannt euch bitte. Ihr habt eine Armee von aufständischen Piraten besiegt. Dies hier ist nur eine Feier. Die Piraten konnte ich wenigstens einfach erstechen. Bitte haltet euch zurück und erstecht keine meiner Gäste. Sollen wir uns nicht auf den Senat vorbereiten? Das sollten wir und das werden wir. Dies ist unsere Vorbereitung. Die Gäste dieser Feier wurden nicht zufällig ausgewählt. Unser Erfolg hängt zu großen Teilen von eurem Verhalten heute Abend ab.
würde lieber meine Villa wieder haben und dort ein Fest feiern. Alles zu seiner Zeit. Alles zu seiner Zeit. Jetzt lenkt eure Aufmerksamkeit auf unsere Gäste. Okay. Das ist wichtiger, als ihr vielleicht denkt. Ihr mischt mich unter die Leute. Aber kommt an unserem Tisch vorbei, bevor ihr geht. Ich würde euch Kato gern persönlich vorstellen. Hey, lächelt. Und lauft nicht so, als hättet ihr gerade einen Messstab verschluckt. Okay. Ja, er ist dankbar, dass wir ein Leben gerettet haben. Er, denke ich mal, auch. Ach, guck mal, Name ist sogar noch drüber. Quatschen wir mal jetzt erst mit Thermos. Das sieht schon cool aus hier, ne? Aber zu plündern ist hier nichts. Ich mach mal dieses Vorheben aus. Schön, euch wiederzusehen. Nehmt euch etwas Wein. Ihr seht gut aus, Thermos. Habt ihr euch gut erholt? Mein Bein schmerzt hin und wieder. Und dieser ganze Regen hilft auch nicht. Aber es hätte viel schlimmer kommen können. Ihr habt meine ewige Dankbarkeit. Werde euch beim Wort nehmen. Eure Dankbarkeit ist unnötig. Ich habe einfach nur meine Pflicht getan. Es war das Mindeste, was ich tun konnte, um einen kommandierenden Offizier zu retten. Ich kann noch sehr viel von euch lernen. Das höre ich gern. Aber ich würde gern bald zu meinem Amt als Proprätor in Asia zurückkehren. Mit etwas Glück wird Rom meine Dienste nie wieder benötigen. Proprätor. Kennt ihr all diese Leute? Nur die Wichtigen. Seid vorsichtig mit Kotta. Er erholt sich immer noch von dem Schaden, den sein Stolz genommen hat. Daran trägt niemand die Schuld, außer er sein Stolz, wir haben sein Leben gerettet. Für einen Mann wie Kotta wäre ein ehrenvoller Tod besser gewesen, als ein entwürdigender, beinahe Fehlschlag. Denkt über meine baldige Anhörung vor dem Senat. Das liegt außerhalb meiner Befugnisse. Ich würde an eurer Stelle den Weisungen eures Patronus folgen. Lucullus ist ein kluger Mann. Und meistens hat er ein paar Notfallpläne parat. Ich denke, ihr habt bald all die Beweise, die ihr braucht, um Vitellius Scaevola bloßzustellen. Ihr habt da einen starken Fall. Dennoch würde ich zu Vorsicht raten. Vitellius Scaevola, vor allem aber sein Bruder Loco, sie beide sind ruchlos und verschlagen. Rechnet mit allem. Überlasse euch eurem Wein. So, warte mal, kann sich ja hier irgendwo hinsetzen. Mit dem quatsche ich später. Gehen wir mal zu Kotta. Seht mal, der junge Mann dort. Ich glaube, das ist er. Wirklich? Der sieht doch kaum alt genug aus, um sich selbst den Marsch anzuwischen. Ach, schon gar nicht, um eine Legion zu machen. Natürlich. Der Retter der Legionen, Lucullus Wunderkind. Ich wusste, dass ihr hier sein würdet. Lucullus Wunderkind. Aber ihn haben sie besser getroffen, so mit dem Bildchen und dann... Ja, das passt schon eher. Da ist eure Begabung für die Hellsicht wohl ungeschlagen. Lasst dieses unerträgliche Grinsen. Schleicht euch davon und badet woanders in Selbstzufriedenheit. Entschuldigt die schlechte Laune meines Bruders, Legate. Dieser neue karthagische Wein bekommt ihm nicht, wenn ihr versteht, was ich meine. Ich bin Lucius Aurelius Kotta. Dies ist unsere Schwester Aurelia. Es freut uns, eure Bekanntschaft zu machen. Wir haben ohnehin gerade über euch gesprochen. Natürlich haben wir das. Er scheint auf einen Streit aus zu sein, Markus. Habe ich etwas getan, euch wütend zu machen? Ein bisschen trübe nicht, ja. Abgesehen davon, ihm das Leben zu retten. Lucius! Oh, bitte! Lasst ihn reden, Aurelia. Sollen doch alle das Versagen des Marcus Aurelius Kotta sehen. Der Mann, der sich hat gefangen nehmen und seinen Neffen hat sterben lassen. Der Konsul, der von einem heimatlosen Welpen gerettet werden musste. Ja, um ehrlich zu sein, glaube ich, dass nichts davon eurer Schuld war. Es war mir eine Ehre, euer Leben zu retten. Ich habe einfach getan, was ich tun sollte. Ich bin froh, dass es euch das Überleben gesichert hat. Ihr solltet dankbar sein, eure Unfähigkeit hat uns beinahe alles gekostet. Ja, ich bin mal nett zu ihm. Und seid versichert, dass mein Bruder dafür dankbar ist, Legate. Ja, ich hoffe doch nur Gutes, weil sie über mich reden. Wir haben darüber geredet, wie ihr meinem Bruder das Leben gerettet habt und zum Helden des Asia-Feldzugs geworden seid. Dafür kann ich nicht den allein Ruhm. Dafür kann ich nicht allen Ruhm alleine beanspruchen. Vicinius Lucullus war mein Mentor und Anführer. Er war nur zur rechten Zeit am rechten Ort.
Jeder kennt den Wert eines großen Anführers wie Marcus Aurelia Cotta. Es wäre ein Verbrechen gewesen, ihn nicht zu retten. Aber mein Sohn Gaius war nicht wertvoll genug, um gerettet zu werden. Ihr seid Gaius' Mutter? Obwohl ich ihn nur kurz kannte, habe ich ihn als einen Freund betrachtet. Sein Tod schmerzt mich, aber ich konnte ihn nicht verhindern. Das habe ich nicht gesagt. Gaius war ein guter Mann und das Schicksal schien für große Taten auserkoren zu haben. Aber so ist der Krieg normal. Er wird immer wertvolle Leben nehmen. Der Wert eines Menschen wird durch seine Fähigkeit bestimmt zu überleben, also war es wohl nicht. es geht hier nicht um Wert. Ich habe versucht, auch ihn zu retten, aber manchmal laufen die Dinge nicht so, wie wir wollen. Ich denke, ich glaube euch. Vergebt mir meinen Ausbruch. Ich bin noch in Trauer. Aurelia Caesars zerbrochene Klinge zeigt. Ich habe dies nach dem Tod eures Sohns nach Rom zurückgebracht. Das ist die Klinge seines Schwertes. Oh, sie ist zerbrochen. Das war das Schwert meines Vaters. Es hieß Crocea Mors. Ihr wart mit ihm befreundet, nicht wahr? Wenn auch kurz. Warum behaltet ihr es nicht? Ich glaube, ich habe noch die Pläne dafür. Yeah. Ich werde sie morgen von einem Diener zu eurer Villa bringen lassen. Sehr cool. Ja, was ist nur zurzeit mit dem Wetter ein bisschen trübe, nicht wahr? Wirklich? Drängt es euch so sehr danach, eure Oberflächlichkeit zu beweisen? Ich habe nur versucht, das Gespräch in eine fröhliche Richtung zu steuern. Ich bin wirklich sehr in den Launen des Himmels. Ja. Es war in letzter Zeit schon recht regnerisch, ja. Aber wenigstens vertreibt der Regen die Mücken. Allerdings nicht alle davon, wie es scheint. Oh. Ich denke, ich gehe besser. Was für ein Arschloch, ey. Cicero, ja, quatschen wir mal erstmal mit Cicero. Salve. Ich habe viel von euch gehört. Ich bin Marcus Tullius Cicero. Ich habe ebenfalls ein wenig von euch gehört. Was macht ihr vom Beruf, Cicero? Sind das alles Freunde von Lucius? Ist das so? Wenige außerhalb der politischen Kreise dürften von mir wissen. Mein Ruf hängt stark davon ab, wer sich über mich unterhält. Gilt das nicht für jeden? Taten eines Mannes stehen für sich. Ist egal, was jemand anders darüber sagt. Und dennoch hängt euer Ruf davon ab, wie andere über eure Taten reden, nicht von den Taten selbst. Was macht ihr so vom Beruf, Cicero? Ich bin ein Advokat. Ich verteidige diejenigen, die jemand anders beschuldigt. Aber ich bin mir sicher, dass es einen Karrieresoldat wie ihr langweilig finden würde. Im Gegenteil, ich bin fasziniert von der Rechtsprechung. Kriegt es für mich eine Karriere? Im Gegenteil, das war eine Position, in die ich gegen meinen Willen getrieben wurde. Nur zu wahr, ich ziehe Taten Worten vor. Ich glaube, das Gesetz soll Regeln unsere Freiheit beschränken. Ja, gegen seinen Willen. Dann haben wir das vielleicht gemeinsam. Ich persönlich verabscheue Gewalt, auch wenn ich anerkenne, dass sie in manchen Situationen nötig sein mag. Sind das alles Freunde von Lucullus? Das hängt davon ab, was ihr mit Freunden meint. Euer Patronus, Lucullus, ist ein Konsul. Viele Leute würden ihn als ihren Freund bezeichnen. Aber es macht einen Unterschied, ob man jemanden kennt oder nur seinen Namen. Sind wir Freunde? Nun, wenigstens kenne ich euren Namen. Das wäre ich gerne. Wir scheinen uns gut zu verstehen, also würde ich sagen, ja. Ich halte es für unwahrscheinlich, dass jemand Freunde... Ja, gut zu verstehen und Freunde. Es ist leicht, sich auf einer so angenehmen Feier gut zu verstehen. Das wird anders aussehen, nachdem wir im Senat miteinander gestritten haben. Das ist vollkommen unnötig. Ich würde es alles für Ackerland ausgeben. Menschen müssen essen. So ist es. Aber was bringt einem Essen, wenn es illegal beschafft wird? Was denkt ihr darüber, Legate? Ich habe keine Ahnung, wovon ihr redet. Ich scheine hier in einen Hinterhalt hineingelaufen zu sein. Meine Kundschafter haben offensichtlich versagt. Nimm mich da nicht mit rein. Ja, ich komme mit so einem kleinen Witz um hier, gell? Zum Glück weiß ich, dass ihr mit Hinterhalten gut umgehen könnt. Kriegsbeute. Irgendwo niedergeschrieben und steuerfrei. Sollte man sie verwenden, um die Menschen von Rom zu ernähren? Eine einfache Frage. Auf keinen Fall. Unmoralisches Verhalten bringt nur weiteren Verfall von Moral mit sich. Die verwendeten Mittel beeinflussen das Ergebnis. Natürlich, der Zweck heiligt die Mittel. Es ist egal, ob ihr moralisch überlegen seid, wenn ihr am Verhungern seid, genau. Das hängt von der Situation ab. Wenn das Volk hungert, sicher. Aber wir sollten auch die Person bestrafen, die ein Verbrechen begangen hat. Ja, genau. Wenn es um Hunger geht, wäre es mir auch egal, wo ich mein Essen herbekomme. Eine starke Antwort, würde ich sagen.
Egal wie sehr man versucht, das Gesetz korrekt anzuwenden, es wird immer eine Situation geben, die sich allen Erwartungen widersetzt. Darf ich vorstellen? Die Senatoren Marcus Porcius Cato und Marcus Tullius Cicero, die morgen als eure Anwälte auftreten werden. Zumindest hoffe ich das. Leider haben sich die Dinge anders entwickelt, mein Freund. Ich habe beschlossen, stattdessen Tiberius Vitellius Scaevola zu vertreten. Was für ein Penner. Das ist interessant. Warum seid ihr denn hier? Sind wir nicht eure Feinde? Also warum seid ihr dann hier? Ihr wird dann mein Anwalt sein. Was? Warum? Ich vermeide es in der Regel, die Anklage zu stellen. Damit macht man sich keine Freunde. Eine interessante neue Entwicklung. Aber ich habe euch früher schon ungnädig über die Vitellius-Brüder reden hören. Wie könnt ihr es vor euch rechtfertigen, sie zu vertreten? Was ich rechtfertigen kann, ist unwichtig. Ich werde danach streben, sie so gut ich kann zu vertreten, damit der Gerechtigkeit Genüge getan werden kann. Es ist unmoralisch, jemanden zu verteidigen, wenn man weiß, dass er schuldig ist. Wenn das vom System so verlangt wird, dann macht es wohl Sinn. Seid ihr hier, um uns auszuspionieren? Ja, man weiß, dass er schuldig ist. Absolut. Ihr würdet euch damit ebenso schuldig machen wie sie selbst. Unsinn. Solange die Verteidigung selbst mit legalen Mitteln geführt wird, müssen wir dem System vertrauen, zum richtigen Ergebnis zu kommen. Legate, welchen Vorgaben seid ihr gefolgt, als ihr über das Schicksal des Triarchus entschieden habt? Warum habt ihr ihn am Leben gelassen? Fernab der Küste auf dem Mittelmeer den Kapitän zu töten, erschien mir nicht gerade weise. Es gab keine Beweise, um seine Schuld zu belegen. Ich werde einen Mann nicht nur aufgrund eines Verdachts töten, ja. Unsere Gefühle führen uns oft zur moralisch richtigen Entscheidung. Ich frage mich, wie pragmatisch ihr in eurem Denken seid. Ich habe gehört, ihr hattet die Gelegenheit, eine angeheuerte Wache zu bestechen, die einen Spion beschützt hat. Hört damit auf, den Mann zu verhören, Cato. Nicht alle hier müssen sich an eure hohen Standards halten. Schon gut, Cicero. Ich hatte diese Gelegenheit. Ich möchte die Details meines Vorgangs nur ungern diskutieren, sofern vom Schlachtfeld den Blick zurückwerfen ist viel zu einfach. Ja, schon gut, ich hatte, ja. Und dennoch habt ihr sie nicht genutzt. Ich hatte noch Geld, um den Mann zu bestechen. Die Treue, die mit Denari bezahlt wurde, ist wertlos. Ich hatte bessere Optionen. Ich gehe davon aus, dass diese Optionen billiger waren. Meine Herren, diese Diskussion ist mir für meinen Geschmack zu hypothetisch geworden. Ich verabschiede mich. Wale, Cicero. Wir sehen uns morgen. Noch eine letzte Frage, bevor wir uns zur Ruhe begeben. Ihr und eure Fragen, Cato. Ich glaube, wenn ihr wolltet, könntet ihr das Pomerium voll bewaffnet betreten. Warum habt ihr das nicht getan? Weil es mir so gesagt wurde, diese Regel ist zu alt für Rom selbst. Sie zu brechen würde einen großen Mangel an Respekt vor unserer Gesellschaft zeigen. Ja. So ist es. Ihr würdet Rom verraten. Und damit auch euch selbst. Das war eine sehr spannende Unterhaltung, meine Herren. Ich danke euch dafür. Aber mit eurer Erlaubnis werde ich mich jetzt zurückziehen. Valete. Vale, Cato. Hey, kehrt zu Synoros, wenn ihr bereit seid, das Fest zu verlassen. Ah, sonst können wir uns hier nochmal hinsetzen, aber vielleicht passiert ja noch irgendwas, wenn man sich da hinsetzt. Der einzige Stuhl, der hier hervorgehoben ist. Hey, da ist noch einer. Was war das denn, Alter? Gehen wir mal anquatschen hier. Ist ja schon schick damals, ne? Ihr seht müde aus. Sollen wir gehen? Allerdings, ich bin erschöpft, gehen wir. Also, hat es euch gefallen? Auf jeden Fall, ich hatte Spaß, so könnte man es nennen. Ich bin mir da etwas unsicher. Ich hatte diese Sekunde Gas, bin froh, gehen zu können. Ich hatte Spaß. Dann bin ich erleichtert. Jetzt sollten wir uns ausruhen. Morgen ist ein großer Tag. Ja, schade, dass man hier sich nicht irgendwie ein paar Snacks wegnehmen kann. Eigentlich ganz cool, so als kleine Animation. Gut, präsentiert eure Beweise gegen Vitellius Scaevola vor dem Senat. Und als nächstes... Oh, warte mal. Ich speichere hier einfach mal. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Viel Spaß weiterhin mit Teil 2, Rom süße Heimat. Bis gleich und ciao.